damit ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avira, meldet sich. Dragon Ball Xenoverse 2. Dieser Part wird jetzt für die meisten langweilig sein, ich sage euch jetzt schon mal, das wird ein reiner Trainer-Part sein. Ich werde mal die Trainer abklappern und die Mission alle machen. Und dann schaue ich einfach mal, ob wir dann auch lustige Sachen mit rausholen können. Ja! Jo! Ah, da bist du ja. Ich habe gerade ein bisschen nichts, aber nicht mehr weiter. Uran-Kombo. Jo, trainiere mich. Nein. Ja. Sei mein Meister. Ja. So, und jetzt will ich mal eben gucken. Weil ich habe das ja beim anderen Let's Player gesehen. Dass Krillin dann hier vorne irgendwo auftaucht. Und dann kriegt man nämlich so ganz, ganz besondere Missionen. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Nee, ist noch nicht da. Oh Leute, ich sag euch, das wird so witzig werden. Wenn das wirklich dann kommt, dann freue ich mich tierisch. Aber sonst sollte das ja eigentlich auch angezeigt werden, eigentlich, ne? Na gut, dann machen wir erstmal jetzt die Trainermission. Oh, das wäre so cool, wenn das funktioniert. Ich weiß echt nicht, wie der andere das gemacht hat. Aber das ist so cool. Das ist so cool, dass es schon wieder geil ist. Wisst ihr? Wisst ihr? Hi. Ja. Jo. Lektion 1. Los geht's. Was will er jetzt von mir? Jetzt müssen wir bestimmt wieder super Techniken benutzen oder so. Ah, wir haben die Ermahnung, das finde ich schon mal cool. Ohrfeigen geben und dann steigt unsere Ausdauer. Bewirkt eine schnelle Serie von Angriffen. Diese Sache ist blitzschnell, schwer zu umgehen und daher bestens für Kombos geeignet. Der abschließende Angriff lässt den Gegner zu Boden gehen. Ich muss ihn damit besiegen. Die Uran kommt. Nein, 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 nein! So. Okay, das ging aber schnell. Gut. Ja, Trainer und so, ne? Also mit meinem Potenzial erreiche. Ich werde der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Und die war schon nett. Reicht mir aber nicht an Kombos. Da finde ich meine eigene Kombo-Attacke, wo ich dauerhaft auf den Gegner eindresche, wesentlich cooler. Die hat schon was, die hat schon was, Leute. Leute, Leute. So. Aha. Ich guck jetzt nochmal. Ich werde da jetzt immer mal hinfliegen, um einfach zu gucken, ob er da auftaucht. Weil ich will das unbedingt machen, das ist so cool. Weil ich weiß nämlich, er hatte Krillin als Meister. Ich weiß aber nicht, was das getriggert hat. Die, die das Spiel kennen, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Es sei denn, die haben ihn nie als Meister genommen. Aber wenn man das Spiel wirklich durchzocken will, dann muss man ja alle mal als Meister nehmen. An hier würde ja so ein... Nein, bei Mr. Satan ist da auch nichts aufgetaucht. Hier irgendwo ist der dann aufgetaucht. Wahrscheinlich ist er hier, aber ich sehe ihn nicht. Hier, Schwabbel. Oh, ich habe einen Bonbon gekriegt. Cool, das super starke Kaffeebonbon ist das wahrscheinlich. So, wenn wir schon mal dabei sind, können wir jetzt nochmal eben schnell die Sachen abgrasen. Sprich Wasser und Wald. Ich habe Nacken und ich habe Rücken. Ein schöner Rücken kann entzücken. Das war doof. Das wollte ich gar nicht. Drei Orte, die ich besuchen möchte. Jo, mal zwei. Finde ich geil. So, jetzt nehmen wir eben schnell in den Bambuswald. Und vom Bambuswald gehen wir dann noch mal ein Stückchen weiter. Und zwar zu der Insel. Roshi-Insel, oder was das da ist. Ja, da benutzen wir eine Teleportstation. Ich glaube, das geht dann fixer.
Schmorfisch mal zwei halten. Jo, fette Proteine. Da will ich hin. Ins Urlaubsviertel. Kami. Au. Uah. Haus. Oder sind sogar zwei Sachen im Wasser. Energiekapsel und Riesenkrabbe mal drei. Cool. Ja, dafür muss das Freitag sein, damit wir mit der schnacken können. Okay. Ich bin mal gespannt, wann diese Mission kommt. Das wäre nämlich echt episch. Ich sitze hier schon wieder richtig schön scheiße. Zubehörladen zeigt auch gerade wieder an, dass da irgendwas Besonderes ist. Bip, 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 bip. Kanins Mütze, die ist cool. Das ist eine Meister Kaio mit Brille, cool. Achso, ne, solche Fliegefedern will ich nicht. Cool. Nee. Ich hätte gerne Future Trunks Schwert. Das wäre episch. So, Krillin, wir machen weiter mit dir. Ja. Ja. Es war aber höchste Zeit. Training um nächste Stufe. Dann kommt jetzt Energiediskus, wenn ich das richtig gelesen habe. Das Schöne ist, mein Trainer-Level ist auf maximal. Das liegt, glaube ich, daran, weil ich am Anfang bei... Oh, wen hatte ich als ersten Trainer? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Piccolo. Weil ich das aufs Maximum gelevelt habe. Feuert eine Key-Explosion ab, die nicht abgewehrt werden kann. Sie verursacht Schaden unabhängig davon, ob ein Gegner abwehrt oder nicht. Wow. Einfach mal nein. Okay. Energiediskurs. Die verfolgt ihn auch noch. Wie geil ist das denn? Das ist geil. Das gefällt mir echt gut. Ja, du unterrichtest mich gut. Das ist okay. So. Können wir mehrere gleichzeitig? Ne, das geht nicht. Ja, hat er die abgewehrt? Ach, okay. Dreckiger Cheater. Besiege damit deinen Gegner. Ja, so wird das aber nix. Erwischt. Hä? Du bist ja ein Arschloch. Was für ein Pisser. Und diese Energieladung, ne? So unnötig. Dauert so lang. Ja, können wir gleich noch Son Gohan einmal durchchecken. Ich wollte gerade sagen, hör auf wegzurennen. Okay, ich habe ihn aufgeschlitzt. Gut, Destructo Disc. Kann nicht abgewehrt werden. Geil. Geil, aber ich habe ja schon die Super Destructo Disc, deswegen interessiert mich die Destructo Disc, wie oft will ich das noch sagen? Destructo Disc, recht wenig. So. Aha. Ist noch nicht. Dein ist jetzt ein Ausrufezeichen. Ah, das ist wieder das Gebiet mit den beiden, mit den Idioten, ne? Das machen wir ein anderes Mal. Es gibt auf jeden Fall Rache. Ach, jetzt kommt hier seine Dings, ne? Dieser Energieball. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich nur tun? Ich weiß es doch nicht. Wieso kann ich eigentlich maximale Ladung nicht benutzen, wenn ich das schon freigeschaltet habe? Das ist, finde ich, ist ja ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen blöd gemacht. Finde ich zumindest. So, ich sollte das aber aufmachen hier. Lektion 3.
Fährt eine Key-Explosionwelle nach vorne ab, die sich unmittelbar von dem Gegner ausspaltet und zu einem Flächen. Achso, ich soll ihn nur testen. Mache ich. Ermahnung wenigstens in der Energieladung. Streukamiamiha. Aha. Heißt das so? Also in der Serie hieß das, glaube ich, anders. Und ich hab ihn aber... Ich hab alles erledigt. Ja, hab ich gemacht. Ja. Ja, für die brauche ich das jetzt. Hör auf, wegzulaufen, du blöder Macker, ey. Wobei, wenn zwei auf einem Haufen sind, müsste das ja eigentlich auch schon klappen. Glaube ich. Machen wir mal. Ich hab verfehlt! Mit einem Streuangriff. Damit könnt ihr den Gegner super treffen. Hm, hab ich gemerkt. Ich hab schon wieder verfehlt. Das gibt's doch nicht. Was eine Scheiße ist das denn? Schlechte Technik, absolut schlecht. Ah, ich hätte jetzt was Besseres erwartet. Na toll. Ist ja doof. Ich habe früher bei Dragon Ball Final Bout, so hieß eins der ersten PlayStation 1 Spiele, habe ich mir super, Son Goku als normalen Saiyajin genommen. Und hab dann die ganze Zeit versucht, also ich hab da echt eine Stunde lang mein Ki aufgeladen und hab halt versucht, ob ich so zum Super Saiyan werden kann. Das gibt es nicht. Auch weißt du was, leck mich doch. Das dauert mir gerade echt zu lang. Ich hab die Attacke ausprobiert, fertig. Beim ersten Mal war es noch witzig, aber jetzt wird es langsam ätzend. Jetzt vielleicht? Nö. Oh mein Gott, dein fucking Ernst. Sowas Unnötiges, ernsthaft. Oh, so ein Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich merke jetzt schon, wie die Zuschauer sich voll langweilen. Aber ich will diese eine Mission unbedingt haben. Manchmal muss man auch mal so einen langweiligen Part raushauen. Aber damit haben wir dann Krillin auch abgeschlossen. So, das waren sie. Jetzt willst du auch noch selber kämpfen, Krillin. Ach so, die anderen waren nur dafür da, um mein Ki aufzuladen, oder was? Warum? Warum in aller Welt funktioniert das denn nicht? Dann lass mich doch einfach in Ruhe, echt. So ein Quark ist das hier. Der wehrt das ab, der Macker! Du gehst mir auf den Keks, Krillin. Ganz ehrlich. Ja, danke. Ich bin awesome. Ich weiß. Ich bin einfach Wunderbärchen.
Super Kamehameha Streu-Dingsbumsens. Scheißtechnik lohnt sich nicht. Nicht mal im Ansatz. Ja. So jetzt. Selbst ein geborener Kämpfer wie ein Saiyajin sind schwach, wenn es neutral. Aha. Ja, das war toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Part war voll verschwendet. Weil das, was ich eigentlich triggern wollte, ist nicht passiert. Wie blöd. Und der ist ja auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, schade. Ich habe gedacht, da können wir jetzt was Besonderes mit triggern. Geht aber nicht. Blöd. Echt blöd. Das ist doch blöd sowas. Was soll denn das? Ja, dann mache ich die Trainer lieber alle offscreen, weil so hat das keinen Sinn. Pudding mal 3 bekommen. Gut, dann sammeln wir jetzt nochmal in diesem Part die letzten Items. Wie gesagt, das ist eher ein langweiliger Part für die meisten. Gehört aber auch zum Spiel dazu. Wollte das nochmal zeigen hier mit den Trainern und so, ne? Mann, ich wollte diese Special-Mission gerne haben. Und dann sowas. Sowas Blödes. Ach ja, diese komischen Dinger da. Jetzt liegt hier unten was. Hauptsache das Essen. Schuppe mal 2. Toll. Ushimitsu. Was geht ab? Ich fasse es nicht, was ich jetzt gemacht habe. Oh, du scheinst eine beachtliche Sammlung an Kostümen zu haben. Weißt du, ein Kostüm, was ich beim Schneider bestellt hatte, kam in der völlig falschen Farbe. Hey, du hast nicht zufällig einen Weltkampf-Gi, oder? Ging gern gegen Krillins Oran-Tempel-Gi. Nö. Hab ich nicht. Das interessiert mich nicht. Ja. Was soll man denn damit? Da ist wieder ein Item. Das sind immer die perfekten Spawns. Für, dreimal den Fisch bekommen. Cool. Ja, ich finde, der Fisch bringt mit am meisten eigentlich. Und zwei Sachen auf einmal. Riesenapfel und, was noch? Sensu-Instanz-Kapsel. Kapsel. Ja, beim nächsten Mal, Leute, werden wir uns dann um das Ausrufezeichen kümmern. Ich hoffe, das ist wieder diese behinderte Mission mit diesen drei Idioten. Scheint so. Ja, die machen wir dann beim nächsten Mal fertig. Aber bevor wir das machen... Ach ja, das gibt's ja auch noch. Anpassen. Attribute boosten. Wir haben 9 Punkte zu vergeben. Ich bin wirklich unentschlossen gerade. Ja komm, machen wir mal maximale Gesundheit ein bisschen höher. Kann ja nicht schaden. So. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder, wenn es heißt Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.